So, neuer Tag, neues Glück. Die Beli, heißt die Beli, keine Ahnung, die rödelt da hinten nur. Und die dauert noch ein bisschen, bis die fertig ist. Und wir haben eine neue Herausforderung bekommen. Und zwar den Dungeon, die Abschaumtiefen abschließen. Das ist eine legendäre Aufgabe. Und da müssen wir sowieso hin. Und das machen wir heute. Unterwegs können wir noch ein paar Leichen töten. Ich habe schon herausgefunden, wie das geht. Man muss die nämlich mit dem Fleischermesser abbauen. Und ein paar Skorpione besiegen, das können wir auch noch machen unterwegs. Das kriegen wir hin. Und ich würde mir gerne einen neuen Brennofen bauen. Und zwar den da. Wärmeeffizienter Schmelzofen. Da brauchen wir 300 Ziegel, 100 Stahlverstärkung, die haben wir schon. Und 100 gehärteter Stein, und das machen wir jetzt als erstes. Ja, diesen Brennofen zu bauen. Wir müssen jede Menge Stahl herstellen, und der Brennofen, der verringert, glaube ich, den Materialbedarf. Also, wir nehmen uns mal 100 Ziegel rein. Nein, 300 brauchen wir ja. Brauchen wir nochmal 200. Genau. Und was habe ich gesagt, brauche ich noch? Das habe ich schon wieder vergessen. Klicke mal den da an. Entschuldigung. Entschuldigung! Der ist riesig. Alter Vater. Was habe ich jetzt gesagt, brauche ich? Jetzt weiß ich es wieder nicht. 100 Steife, 100 gehärteter Stein habe ich da, glaube ich, noch. Oder? Genau, 100. Muss aber schauen, wo man den hinstellt. Wir stellen ihn jetzt einfach irgendwo hin, weil es wurscht ist. Da müssten, glaube ich, nur Stahlverstärkungen drin sein. Genau. 100 Stahlverstärkungen. So, und jetzt müsste man den eigentlich irgendwo hinstellen können. Da können wir den irgendwo hinstellen. Weil der passt, da passt der gar nicht rein. Schaut mal an, wie riesig der ist. Also den könnte man da schon, glaube ich, reinquetschen, aber dann müssen wir. Ich weiß nicht, aber es könnte gehen. Okay, passen wir auf, wir machen das jetzt einmal folgendermaßen. Nehmen wir mal das da alles raus. Dann stellen wir die einfach woanders hin. Ja, machen wir das auf. Nehmen wir mal alles raus. Ja, ich bin überlastet, I know. Und jetzt die Werkbank da. Entfernen, interagieren, bewegen. Ah, dann kann, ja, das ist auch super. Dann kann man die irgendwo anders hinstellen. Dann stellen wir die nämlich derweil einfach einmal dahin. So, da steht es gut. Dann schauen wir mal, ob wir den. Das nehmen wir mal alles raus. Die Dyer nehmen wir alle raus. Und dann werden wir den einmal entfernen. So. Und jetzt schauen wir, kriegen wir den da irgendwie hin? Na, doch, doch. So. So. Ach du Scheiße. Und wenn ich den drehe, also. Oh Mann. Wenn ich jetzt die Fackel woanders hinstelle. Nein, nicht den Zaun abreißen. Das bewegen wir mal woanders hin. Dahin zum Beispiel. So. Ja, den können wir da schon irgendwie reinzwicken. Oder doch so vielleicht. Ja, das ist ein Scheiß. Also, so, bauen wir jetzt hin. Also. Eine. Was ist denn jetzt passiert? Also, jetzt ist wieder. Jetzt ist doch nicht gegangen, oder was? Okay, warte mal. Jetzt warte mal. Wir machen jetzt einmal voll. Aha! Leck mich am Arsch. Ja, leck mich noch am Arsch. Was ist denn das? Das ist ja ein Scheiß. Pass mal auf, jetzt machen wir. Na, machen wir jetzt das? Ich will jetzt den da reinzwicken.
Jetzt hat es funktioniert. Ja, super. Da können wir jetzt dann drüber. Okay, da müssen wir halt jetzt über das Zeug da überall dann so drüber kraxeln. Ja, was soll's. Ist scheißegal. Macht nichts. Daya, hock dir mal her da. Da haben wir jetzt viel mehr Platz für alles Mögliche. Das können wir jetzt da alles wieder da rein quatschen. Das da, das batschen wir alles da rein. So. Die kann jetzt dann erst einmal einen Stahl herstellen. Halt. Alles, alles gestapelt. Das schmeißen wir da alles rein. So. Dann brauchen wir Stahlfeuer. Gehen wir mal nur die Eisenbarren da. Und das. Ja, wo habe ich denn das Stahlfeuer hin? Ich habe doch schon Stahlfeuer gecraftet gehabt. Wo habe ich denn das wieder hingemeldet? Da ist Stahlfeuer. Weil normalerweise braucht man gleich mit dem normalen Ofen 5 Eisenbarren, um mit Stahlfeuer und Eisenbarren einen Stahlbarren herzustellen. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt geht. Jetzt braucht man immer noch 5. Oh, Alter, geht das schnell jetzt. Leck mich am Arsch. Aber weniger verbrauchen tue ich da jetzt auch irgendwie nicht von dem Eisen. Weil eigentlich ist doch bei der Beschreibung vor dem Ofen gestanden. Jetzt muss ich mal nochmal schön schauen. Bei dem Ofen ist doch gestanden, wärmeeffizienter Schmelzofen. Besteht bla bla, den Materialbedarf und den Preis geschmiedeter Gegenstände senkt es. Naja, anscheinend eine ganz so, aber okay. Ist so. Ist so. Aber das geht jetzt richtig schnell. Hohoho, schaut mal, wie die Barren herknallt. Also das ist schon sehr schön. Das gefällt mir. Sehr guter Ofen. Und ich hätte auch gerne eine andere Werkbank. Da brauchen wir aber jede Menge gehärtete Stahlbarren. Das heißt, wir müssen irgendwann einmal in den Norden. Da hoch. Weil wir da schwarzes Eis brauchen und das kriegen wir bloß da heroben. Das wird auch ein Spaß. Naja, aber der Ofen läuft auf jeden Fall erst einmal. Das ist sehr gut. Da können wir jetzt auch noch die ganzen, das Zeug da, den gehärteten Stein reinschmeißen. Dass wir das dabei da drin haben. Da geht was vorwärts. Uiuiui. So, du kommst bitte mit mir mit. Ah, wir brauchen nur eine Demontage-Werkbank, habe ich mir auch noch gebaut. Da kannst du dann irgendwelche Sachen reinschmeißen und zerlegen und dann kommt was raus. Da habe ich jetzt einmal die ganzen Reliquienjägerrüstungen zerlegt. Da kriegen wir da schön Seide raus. So. Wir müssen einen Bogen bauen, weil ich baue jetzt einfach irgendeinen Bogen. Einen Hermateil. Irgendein Bogen ist wurscht eigentlich. Jetzt muss ich bloß nochmal schön schauen. Wissen, Waffen. Da Bogen. Aquilonischer Bogen. Den baue ich jetzt einfach. Boise. Ist das der oder was? Bossonianischer Bogen. Anscheinend ist der das. 5 Zwirn, 5 Zweige brauchen wir da. Habe ich irgendwo. Hab ich irgendwo.
Ja, komm, machen wir mal da was weiß ich, 100 rein. Und 5 Zwirn. Pfeile haben wir ja genug. Ihr werdet auch dann bald sehen, warum wir für das Dungeon einen Bogen brauchen. Nehmen wir irgendwelche Pfeile mit, welche nehmen wir da? Ja, die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Ach, wurscht. Komm, nimm die Eisenpfeile mit. Die nehmen wir mit. Den Bogen nehmen wir auch mit. So. Was zum Essen haben wir dabei? Ein paar Verbände haben wir dabei. Das passt. So, dann kommen wir mal mit. Genau. Du kommst auch mit und dann machen wir uns einmal auf den Weg zu den Abschaumtiefen, zum Dungeon. Der Dungeon befindet sich übrigens hier. Ja, bei Trapsas Ende. Ist Anfänger-Dungeon, also sehr, sehr einfach. Ja. Jetzt muss ich mir nur. Ach, unten haben wir glaube ich eh nur eine Bedroll rumliegen. Die nehmen wir mit. Den kann man eigentlich schon ziemlich am Anfang, so ab Level 20 ungefähr kann man den machen. Der ist auch für die, ja, in Anführungszeichen, Story von dem Spiel relevant. Oh, und wir haben noch Attributspunkte zu vergeben, 10 Stück. Und ich habe mir jetzt tatsächlich gedacht, weil in der letzten Folge haben wir ja so ewig gebraucht, da einen Sklaven zu versklaven. Und Autorität, dieser Baum geht auf Erschütterungsschaden, ihr seht es schon, bestimmt die Höhe des Erschütterungsschadens, also mit der Keule. Und außerdem pusht es ein bisschen unsere Begleiter, deswegen, wir werden am Anfang nur ein paar sammeln müssen, deswegen würde ich jetzt das gerne nehmen. Und hier auf, da gibt es einen guten Vorteil. Deine aktiven Getreuen werden von dir auf dem Schlachtfeld beflügelt und regenerieren ihre Gesundheit, wenn du Schaden verursachst im Kampf. Das finde ich super, das machen wir gleich einmal. So, und jetzt sind wir fertig, weil wir sind ja schon Level 60. Und jetzt werden wir da gleich nur die eine oder andere Leiche abernten. Da. Leichen töten. Progress. So. Dann reiten wir mal los. Wir erledigen jetzt gleich noch schnell das mit den Skorpione. Dass wir die weg haben. Bei Skorpione gibt es ja da unten genug. Gott sei Dank haben wir jetzt ein Pferd. Also ohne Pferd, solange wir das Teleportationssystem noch nicht nutzen können, bist du ohne Pferd einfach angeschissen. Da ist übrigens so ein Obelisk. Da kann man sich hin teleportieren, wenn man einen Kartenraum gebaut hat. Den haben wir aber noch nicht. Und inzwischen gibt es ja durch das ja, neue Magiesystem noch weitere Teleportationsmöglichkeiten, was wirklich gut ist. Da, mal die ganzen Skorpione da weg. Was ist jetzt mit dir da los? Früher war es ja mit den Begleitern so, als sie die eingeführt haben. Oder eigentlich die ganze Zeit. Hä, wieso habe ich jetzt da nichts gekriegt? Dass. Au. Die waren so stark oder die haben so viel Schaden gemacht. Da hast du selber überhaupt nichts mehr machen braucht. Da hast du die einfach zum Weltboss hingestellt, irgendwo, und dann haben die das einfach selber gemacht. Und haben, ja, alles weggehauen. Das war jetzt schon ein bisschen übel.
Deswegen ist es nicht so schlecht, wenn es die jetzt einfach ein bisschen ja, schwächer gemacht haben. Und man das wirklich auch jetzt skillen muss über den Skillbaum. Naja, das funktioniert wieder mal nicht so richtig. Hey, Mr. Scorpion! Naja, vorbeigehauen, das ist sehr gut. Lass mal, du mein Pferd in Ruhe, was ist denn? Hallo! Da oben steht der Boss. Ich sehe den Schwanz. So, weitere Skorpione, die noch auf die Schnauze brauchen. Ja, alles voll da. Zwei Stück noch. Ja, gib mir dein Wundsekret. Ekelhaft ist das. Ekelhaft. So, Skorpione haben wir alle weg. Also ehrlich gesagt, ich finde das mit dem Battle Pass, ihr habt gelesen bei einigen, was müssen wir, Teufel besiegen, okay, dass einige den Battle Pass richtig zum Kotzen finden. Und ich bin jetzt auch drauf gekommen, warum ich die Sachen nicht habe freischalten können, weil man muss zumindest das erste Mal den Battle Pass bezahlen. Das kostet 10 €, dann kann man das freischalten. Dann ist es aber so, dass wenn man die ganzen 60 Stufen vom Battle Pass durchspielt, kriegt man genug von diesen Chrom-Münzen, um sich den nächsten Battle Pass, ich glaube, die laufen immer so ein Vierteljahr oder so, um sich den nächsten Battle Pass praktisch zu erspielen. Und das finde ich ein faires System, zumal die Sachen ja eigentlich alle rein kosmetischer Natur sind und keine spielerischen Vorteile bieten. Und ich meine, das Spiel muss sich ja auch irgendwie finanzieren. Deswegen, ich finde es jetzt nicht grundsätzlich scheiße. Ich meine, klar, man muss da so ein bisschen die Herausforderungen machen, aber das, ja, ich finde es ehrlich gesagt jetzt nicht so dramatisch. Die kann man schnell erledigen. Ich bin jetzt schon bei Stufe 18 und das geht wirklich relativ flott. Also ist. Im Moment stört es mir auf jeden Fall noch nicht. Jetzt müssen wir mal schauen, weil wir müssen ja da hinten hin. Wir reiten jetzt einmal da in die Richtung da hinten rum irgendwie. Jetzt habe ich vergessen, meine. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, dass ich meine Bettrolle mitnehme. Okay. Das heißt, wir werden einmal schnell uns da eine Faserbettstatt craften. Da brauche ich nur zwei Äste. Oder warte, das kann ich doch machen. Rohlederbettstatt. Ach komm, ich baue schnell eine Rohlederbettstatt. Da war doch irgendwo nur so ein Viechzeug, oder? Dann bauen wir die schnell. Hallo. Ah, ist wurscht. Jetzt reiten wir erst einmal los. Das können wir unterwegs noch machen. Nicht da so viel Zeit verplempern.
dass wir in der Folge jetzt zumindest nur bis zu den Abschaumtiefen hinkommen, dass wir die in der nächsten Folge dann erledigen können. Oh, da hinten ist ein Boss. Nashorn. Wo bin ich jetzt eigentlich? Okay, da. Wir reiten einmal. Oh, da ist der Nashorn gerade. Da lang. So, okay, wir müssen ja hinten hinter der Stadt rumreiten. Ups. Das ist immer gut, am Felsen hängen bleiben. Ja, komm, geh, mach weiter jetzt. Was ist das? Das schaut aber nach einem sehr fetten Skorpion aus. Hallo. Da ist übrigens die Silbermine. Oh, und an der Silbermine sind diverse Silberminenbewohner. Das ist auch so quasi ein kleiner Dungeon, in dem es, wie der Name schon sagt, Silber gibt. Die Abschaumtiefen, vielleicht hat sie da auch was getan. Den Dungeon habe ich ja eh ewig nicht gespielt. Der ist eigentlich ganz nett gemacht. Da gibt es ein kleines Rätsel zu lösen. Und einen eigentlich ganz netten Endboss, der piss einfach ist, wenn man weiß, wie es geht. Das sage ich euch dann aber. Der ist sehr einfach. Hat aber eine gewisse Mechanik, wie er funktioniert. Aber wie gesagt, das ist ein Einsteiger-Dungeon. Da sind wir eigentlich schon zu hoch, aber das ist jetzt auch so schnell gegangen mit dem Leveln. Ist halt so. Aber wir können ja nicht bloß die ganze Zeit craften und Zeug bauen. Wir müssen ja mal ein paar Abenteuer erleben. Das ist doch jetzt eine hervorragende Möglichkeit. Was? Mein Pferd freut sich auch schon. Ich muss dem Pferd mal nur einen Namen geben, fällt mir gerade ein. Aber ich bin ja so super kreativ, ne? Wo sind denn wir jetzt überhaupt? Ach, wir reiten da. Was ist denn das für Scheiße? Ich wollte doch jetzt nicht da in die Stadt reinreiten, ich bin ja auch blöd. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja, da können wir nicht hoch. So. Da sind wir schon fast. Fast am Dungeon-Eingang. Dein Getreue ist aufgestiegen. Das ist der großartig. Oh ja. Jetzt bauen wir uns noch eine Bettstadt. Falls wir sterben, was ich nicht glaube, aber. Vorsichtshalber einfach. Algars Aussichtspunkt. Aha, Algars Aussichtspunkt. So. Brauch ein paar Äste. Ja, komm, hauen halt um. Da wurscht. Was gibt's denn da bei Algars Aussichtspunkt?
Nette Ruinen. Schauen wir mal schnell, was da gibt. Da hinten steht nämlich ein Zelt. Und ein Lagerfeuer. Oh, hallo. Da tanzt einer. Kitan. Dance. Gelernt. Okay, gibt's da sonst irgendwas? Nö. Ah, gut. Faserbett statt bauen. Eine reicht. Du könntest mal was für mich tragen. Das braucht man nicht, das scheiß Wildfleisch da. Klumpe. So. Okay. Jetzt legen wir da mal eine Bettstatt her. Wo habe ich jetzt die? Ich habe doch gerade eine Faserbettstatt gebaut. Ach, weil ich ein Blödmann bin, ich habe die Pflanzenfaser rausgenommen. Ja, ein Fuchs. Ein Fuchs. Nochmal, bau mal eine Faserbettstatt, bitte. So. Die legen wir jetzt da irgendwo hin. Ja, hallo. Irgendwo eine Faserbettstatt, bitte. Spawnpunkte blockiert. Hallo, ich brauche irgendwo, ich will jetzt irgendwo mein Bett da hinbauen. Da, okay. So, Bett haben wir. Das Pferd stellen wir da ab. Wache halten. Weil wenn man das nämlich sonst nicht so macht und man lässt es einfach bloß so rumstehen, dann hat man nämlich das Problem, dass nach einer bestimmten Zeit, ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder was, haut das Pferd nämlich sonst ab nach Hause und dann stehen wir nämlich da und können den ganzen Weg zurückklatschen. Zu Fuß. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Deswegen abstellen und dann passt es. So, und hier ist der Eingang zu den Abschaumtiefen. Aber ich sehe gerade, wir sind mit der Folge schon wieder durch. Also seid gespannt.